Und willkommen zu Das Schwarze Auge Satinavs Ketten. Wie man sich denken kann, spielt das im Das Schwarze Auge Universum und es ist ein Grafik-Adventure. Und legen wir auch direkt mal los. Ich hatte hier nur mal ganz kurz geguckt, dass das mit dem Sound und mit der Grafik alles passt. Hatte nur mal das Intro gestartet. Hier in den Einstellungen kann man jetzt auch nicht so wirklich viel machen. Aktionshilfe, Kombinationshilfe, Hotspot-Anzeige. Ich glaube, die stellen wir gleich im Spiel nochmal was um. Ich glaube, die mache ich alle an. Das klingt irgendwie ordentlich, da muss man da nicht so großartig rumfummeln. Weiterspielen. Nein, das wollte ich nicht. Ich wollte ein neues Spiel. So, neues Spiel starten. Nehmen wir hier ein bequemes Abenteuer für frisch gebackene Abenteurer. Alle Komfortfunktionen stehen zur Verfügung. Und das hier wäre ein raues Abenteuer für erfahrene Abenteuer. Alle Komfortfunktionen werden deaktiviert, können aber bei den Spieleinstellungen nachträglich wieder eingeschaltet werden. Ich kann auch das wählen und dann die wieder anmachen. Wer hat die Macht, das eigene Schicksal zu hintergehen? Solange die Götter über das Schiff der Zeit wachen, bleibt eines doch immer gewiss. Satinavs Ketten reißen nicht. Es waren gute Tage für das verträumte Andergast. Ein Frieden mit dem Erzfeind Nostria war in greifbarer Nähe. Ein Besuch der nostrischen Königin stand kurz bevor. Im Zuge der Feierlichkeiten hatte der König die jungen Andergaster zu einer heiteren Queste aufgerufen. Das Eichenblatt! Er lässt nicht los, der Hund! Hunde sind klüger, Ulfried. Sie werfen sich auf den Rücken, wenn sie verloren haben. Wie sieht es aus, Geron? Gibst du auf? Lass ihn mal zu Wort kommen. Das ist eine heitere Queste, wie man sieht. So, jetzt haben wir hier ein Inventar. Was ist das? Keine Ahnung. Was sind die Optionen? Okay, weiterspielen. Was ist das? Die Eichblattqueste. König Effadan erwartet den Besuch der Königin von Nostria und Andergast putzt sich für das Volksfest heraus. Zu diesem Anlass wurden die jungen Andergaster zur Eichblattqueste aufgerufen. Eine neue Gelegenheit, um zu beweisen, dass ich wert bin. Was ich wert bin. In der ganzen Zeit sind für jeden Teilnehmer 4 eichenblattförmige Plaketten versteckt. Wer als erster seine Blätter gefunden hat, wird vom König höchst selbst geehrt. Ah, wir sehen hier eine Karte. Ja, das ist Aventurin aus Schwarze Auge. Hier, wenn man die Nordland-Trilogie kennt, dann wird man diesen Abschnitt hier kennen, auf der linken Seite. Da ist Torval. Ich denke, hier oben, das ist Riva aus Schwarze Auge 3. Und das hier dürfte der Teil von der Schwarze Auge 2 gewesen sein. Und ich glaube, Drakensang spielt hier irgendwo. Gut, machen wir das weg. Wir können den Hoshi jetzt mal angucken und hören ein Schwein im Hintergrund grunzen. Was war das jetzt hier noch? Immerhin jagt mein Fluch diesen Dummköpfen bei Zeiten einen Schrecken ein. Aha, keine Ahnung. Ich wär... Okay.
Was? Ich verstehe dich ganz schlecht. Ich werde gewinnen. Nein, Vogelfänger, du wirst verlieren. Ich rechne es dir gerne vor. Du musst für die königliche Queste 4 kupferne Eichenblätter finden. Ich brauche 4 Eichenblätter aus Messing. Derzeit hast du mir 1 Eichenblatt voraus. Da Ulfried dir dieses Eichenblatt jedoch abnehmen wird, fehlt dir mindestens 1 Eichenblatt zum Sieg. Oder glaubst du immer noch, du kannst dich befreien? Sollen wir mal mit dem Hammer die Rübe einschlagen? Mein Hammer! Lass ihn doch. Gib doch einfach auf, Vogelfänger! Mit vollem Mund spricht man nicht. Na? Stell dir nur mal vor, der Unglücksbringer gewinnt und wird vom König empfangen. Hilf mir, Ulfried. Was hat der blinde Seher damals gesagt, bevor er verbrannt wurde? Dass Geron böse ist. Ich glaube, er sagte, dass Geron uns großes Unheil bringt. Bei Prophezeiungen muss man auf den Wortlaut achten, Ulfried. Und wenn Geron uns verflucht? Es heißt, er hat eine dunkle Gabe. Unsinn. Du willst den Krug? Dieser Wein ist allein dem Sieger der Queste bestimmt. Also mir. Hammer danach werfen? Ich will dir ja deine Hoffnungen nicht nehmen, Geron. Aber mein Krug steht viel zu weit weg. Was zum... Lass, du schlägst ihn noch tot. Hol dir das Eichenblatt und wir verschwinden. Ja, es waren gute Tage für das verträumte Andergast. Nur wenige ahnten, dass bald nichts mehr sein würde, wie es einmal war. Der gute Käfig. Lass ihn dort stehen. Ich repariere ihn später. Quinling, ich habe ihn nicht kaputt gemacht. Ja, ja. Das waren Eugierd und sein Knecht. Sie haben mich überfallen und mein Eichenblatt gestohlen. Für die Eichblattqueste, weißt du? Hörst du, sie haben den Käfig zerstört, nicht ich. Das kann nicht sein. Aber weißt du was? Ich werde den Wettbewerb trotzdem gewinnen. Ich werde mir mein Eichenblatt zurückholen und ich werde gewinnen. Und dann wird mich niemand mehr verspotten. Was machst du da eigentlich? Geron, dieser Unfug führt doch zu nichts. Ich will nicht wie du mein ganzes Leben lang... Nur Jäger und Fallensteller sein? Ohne einen Käfig wirst du noch nicht einmal das. Der sieht ja schon so ein bisschen creepy aus, wenn er so diese ruckartigen Bewegungen macht. Und mit diesem Grafikstil hier, das, naja. Käfig reparieren. Kannst du den Käfig reparieren? Muss wohl. Wir werden ihn noch brauchen. Haben wir einen neuen Auftrag? Auftrag, sagt er. Bis einer von diesen Bauerntölpeln merkt, was da auf uns zukommt, ist es längst zu spät. Wovon sprichst du? Von den Krähen, Geron. Den Krähen. Was ist mit der toten Krähe da? Ich will wissen, was sie hergeführt hat. Das ist leicht. Der Winter naht. Sie suchte Wärme. Alles voller schwarzer Galle. Wenn ich erst die Eichblattqueste gewonnen habe. Du verdienst dir nur Hohn und Spott. Der Sieger wird vom König geehrt. Jeder bleibt, was er ist. Wann begreifst du das endlich? Du wirkst müde. Leg dich doch schlafen. Diese Träume, sie nagen an mir und zehren mich auf. Und diese Krähen, diese Biester, haben sich schon am toten Ritter Olderich gütlich getan. Es braut sich etwas zusammen. Was sind das für Träume? Augen starren mich an. Blinde Augen.
wie damals, als der Seher noch lebte. Was meinst du damit? Nichts. Es sind nur Träume. Eben. Die Krähen lassen dich nicht schlafen. Sie beobachten uns. Schau ihnen nicht in die Augen. Sie blicken dir in die Seele, Geron. Ich fürchte mich nicht vor ein paar Krähen. Bis du Golgaris Schwingen rauschen hörst. Wer sagt denn, dass nicht auch Borons Seelenvogel in ein Käfig passt? Wie ist Ritter Euderich gestorben? Er wurde ermordet. Der alte Mann? Warum das? Wer weiß. Aber er war einer derjenigen, die damals den Seher zur Strecke brachten. Gwynling, der Seher ist schon lange Zeit tot. Ja, ja. Hör endlich auf, über diesen Seher nachzugrübeln. Er wurde doch verbrannt, nicht wahr? Vor 13 Jahren. Weil er König Wendolins Tod vorausgesagt hat. Nicht deshalb. Er hat Kinder entführt. Niemand weiß warum. Jedenfalls wollte er nichts Gutes für Andergast. Heerscharen von Krähen sollten für ihn die Stadt erobern. Oder vernichten, heißt es. Und deshalb durchwühlst du die Gedärme dieses Vogels? Seine Krähen brachten dunkle Träume. Schluss mit diesen Schauergeschichten. Hilfst du mir nun bei der Eichblattqueste? Verschon mich mit deinen Albernheiten. Ich habe Wichtigeres zu tun. Deine Krähen sind auch morgen noch da. Die Queste ist nur heute. Hilfst du mir nun bei der Eichblattqueste? Verschon mich, ich habe... Deine Krähen... Na gut. Ich muss los. Die Konkurrenz schläft nicht. Dann schauen wir uns hier mal um. Dem kann man reden. Kann man das er ist vollkommen übernächtigt. Diese Albträume plagen ihn seit Tagen. Ich fürchte, allmählich verliert er den Verstand. Okay, anscheinend kann man mit der rechten Maustaste sich das angucken und mit der linken dann reden, oder? Links. Hör mal. Ganz genau. Ich muss los. Die Konkurrenz schläft nicht. Bild. Gwynling hat gestern das ganze Zimmer durchwühlt, um diese Zeichnung wiederzufinden. Und wie immer hat er verschwiegen, was sie bedeutet. Was steht hier geschrieben? Die Schrift ist winzig. Was machst du da? Hast du keine Aufgabe zu erledigen? Gwynling hat gestern das ganze... Und wie immer hat er verschwiegen, was... Was steht hier geschrieben? Die Sch- was machst du? Hast du... Was steht hier geschrieben? Die- was hast du... Okay. Ja, deshalb meinte ich eben, als müsste ich theoretisch überall mit der Maus drüber fahren, um zu gucken, ob man irgendwas benutzen kann, und das ist mir zu blöd. Und deshalb Einstellungen, Hotspot-Anzeige an, Kombinationshilfe an, und was ist Aktionshilfe, und zeigen wir mal, geht die Farbe. Blau, mit diesem Objekt wurden noch keine Aktionen durchgeführt. Weiß, sie sind noch relevante Aktionen möglich. Und grau, alle nötigen Aktionen wurden bereits ausgeführt. Also, jetzt können wir hier Leertaste drücken und da wird uns angezeigt, was wir machen können. Sehr gut. Gehstock, nehmen wir. Ich leihe mir einmal deinen Gehstock. Oh, was haben wir denn sonst noch hier? 4 Kreuzer? Nicht mal genug für eine Schweineklaue. Wenigstens habe ich Ulfried den Hammer abgenommen. Die beste Falle, um die Tiere lebend zu fangen. Ein guter Köder für biestiges Federvieh. Gwynlings neuester Entwurf. Sie bricht den Vögeln jetzt nicht mehr die Flügel. Gwynlings Gliederschmerzen werden immer schlimmer. Selbst mit dem Gehstock verlässt er kaum noch sein Zimmer. Ah, das ist die Hotspot-Anzeige. Da drücke ich doch lieber die Leertaste. Was haben wir denn sonst noch hier? Da habe ich schon geguckt, mit dem habe ich geredet. Da geht's runter, mach mal gleich. Dann haben wir hier noch einen zerbrochenen Käfig. Kannst du nicht warten, bis ich ihn wieder hergerichtet habe? Rechte Maus, was zu gucken? Das wird Olgierd büßen. Seid ihr beiden nicht befreundet? Seit über 10 Jahren nicht mehr. Ah, jetzt ist er grau. Jetzt kann ich da nichts damit machen. Und was brauchst du diesmal? Ein Mittel gegen diese verfluchten Krähen.
Aber ohne die Magie einer Fee wirkt es nicht. Woher weißt du das? Woher versteht der Wolf zu jagen? Gekauft. Du sollst die Finger davon lassen. Zerbrichst es nur wieder. Kann wohl nicht mitnehmen. Okay, das ist jetzt... Weil das grau, können wir nichts damit machen. Dann gehen wir mal runter. Ich muss mein drittes Eichenblatt von Olgier zurückbekommen. Außerdem muss ich zum Burgtor und mir beim Haushofmeister das letzte Rätsel für die Queste abholen. Was haben wir hier? Bild. Ich schaffe das. Ihr werdet sehen. Es laufen gerade einfach nur ein paar Dinge schief. Ich schaffe das. Ihr Bild verwischt mehr und mehr. Ich habe kaum noch eine Erinnerung an sie. Zwei Eichenblätter habe ich. Das dritte hat Olgiert und das vierte ist noch versteckt. Dann los! Jetzt habe ich eine Flöte. So, toll, versteckt. Einfach mal hier zwei bei ihm zu Hause irgendwo hingelegt. Zwei Eichenblätter, das dritte und das vierte. Ja, bla. Ich habe seit Jahren nicht mehr gespielt. Dann spiel jetzt. Scheiße, das wollte ich nicht. Das wollte ich doch nicht. Es muss doch hier irgendwo sein, verdammt. Aber der Burgwächter sagt, er hat es nicht. Sei still, da ist Geron. Wenn der uns belauscht... Gehen wir wieder zurück. Da haben wir einen Katapulinski. Es schießt nicht mehr. Das Spanngarn ist durchgefault. Irgendwann werde ich einmal ein richtiges Katapult bedienen. Der Frieden mit Nostria wird schließlich kaum von Dauer sein. Schon wieder lose. Aber darum muss ich mich später kümmern. Jendrichs Vater hat das für mich geschmiedet, als Jendrich und ich noch befreundet waren. Schon wieder lose. Aber da... Jetzt kann ich da rein. Nö. Warum wackelt sie schon wieder? So, was haben wir denn hier? Schweine. Ganz viele Schweine. Ihr stinkt. Die durchtriebensten Schweine des Königreiches. Immerhin lässt der Schustermeister sie nicht mehr frei umherlaufen. Okay, anscheinend kann man immer nur einmal rechts klicken. Da kommt auch nichts, wenn man das mehrmals macht. Weißwütige Viecher. Denen darf man nicht zu nahe kommen. Ein beschwertes Leben, wenn man sich mit diesem Dreck zufrieden gibt. Ja, und bis man dann geschlachtet wird, oder? Ein Pflock. Ich bin allmählich zu alt für solche Streiche. Und wenn nun ein Karrenrad dagegen kommt? Aber solange die Fässer lediglich in unser Haus krachen, stört das vermutlich niemanden. Hast du noch nicht genug Schlamm gefressen, Vogelfänger? Soll Ulfried dir noch einen Nachschlag besorgen? Nein, danke. Was kann ich dann für dich tun, mein Freund? Gib mir mein Eichenblatt zurück. Sonst? Sonst verfluche ich den Fleischkloß, dass ihm alle Zähne ausfallen. Was habe ich dir gesagt, Olgiert? Halt den Mund, Ulfried. Verschwinde endlich, Hexenbalg. Wir wollen dich in Andergast nicht mehr sehen. Dich und deinen Fluch, der uns alle ins Unglück reißen wird. Ihr und euer Aberglaube. Es ist Prophezeit. Ah.
Mein Eichenblatt hilft euch doch gar nicht weiter. Du hast Messing, Olgierd, ich habe Kupfer. Ja und? Das reicht schon mal, damit du den Sieg nicht einheimsen kannst. Das wäre das Ende vom schönen Andergast. Dann würde uns der Schweinerotz bis zum Hals stehen. Blödsinn. Es wäre das Ende von eurem abergläubischen Geschwätz. Oh. Das Hexenbalg will sich also beweisen. Du bist doch nur ein Vogelfänger. Mein Eichenblatt hilft euch doch. Du hast Messing. Ja, oh, das Rad. Das wäre dann würde. Blödsinn. Es wäre. Oh. Das Hä. Du bist doch. Du bist den Nostriern doch Spinnefeind. Warum nimmst du überhaupt an einem Wettstreit zu Ehren ihrer Königin teil? Ich mache das nicht für diese Nostria-Metze, sondern für mich. Mit diesem Pack wird es niemals Frieden geben. Ein Bündnis zwischen Andergast und Nostria? Das wäre so natürlich wie. Wie ein fliegender Frosch. Geistreich. Ja. Yeah. Hau bloß ab. Verschwinde! Ohne Olgierd ist der Knecht eigentlich ganz freundlich. Nicht zu mir natürlich. Warte nur, Färbersohn. Um mich zu besiegen, braucht es mehr als einen gekämmten Schopf. Ein einziges Seil für all diese Fässer. Ein einziges Seil für all diese Fässer. Mhm. Also, der Burgwächter sagt, er hat es nicht. Wie war nochmal der Rätselspruch, Olgierd? Ach, kannst du dir denn gar nichts merken? Der Wächter vor der Burg, der hat ein Hemd und eine Hose. Und in einem von beiden, da hat er ein Blatt. Ein Blatt? Ja, aber er schwört bei Praios, dass er es nicht hat. Lass mich nachdenken. Okay. Ich bin allmählich zu alt für solche Streiche. Ein einziges Seil für all diese Fässer. Ja, ja, ist gut, schneid's durch. Da ist wohl nichts. Dann gehen wir wieder runter. Was haben wir denn sonst? Nach rechts können wir. Habe immer noch Tempelverbot, humorlose Priester. Man munkelt, die Geweihten der Kriegsgöttin halten nicht viel von den Friedensbemühungen des Königs. Tag, Andros! Redest du immer noch nicht mit mir? Dachte ich mir. Selbst den Bettlern bin ich unheimlich. Tag, Schmied. Verschwinde, Vogelfänger! Ich hab viel zu tun. Außerdem setzen in deiner Nähe meine besten Klingenrost an. Was hast du denn zu tun? Stellst dich ein bisschen dumm, was? Ich bin Schmied. Wir haben hier bald ein Ritterturnier. Wer wird wohl die Rüstungen ausbeulen, die Lanzen polieren und die Schwerter schleifen, hm? Jemand, der das kann. Ach, halt's Maul! Was denkst du? Wer hat die besten Aussichten bei dem Turnier? Mir egal. Hauptsache, die Ritter bezahlen ordentlich für meine Arbeit. Dieses Jahr fehlt sowieso der Beste von allen. Da ist die Tornei für die Katz. Wer soll das denn sein? Ritter Bogumil Zornbold natürlich. Kenn ich nicht. Schlimm genug. Was bekommt wohl der Sieger der Eichblattqueste? Was fragst du mich? Wahrscheinlich den Ritterschlag. Meinst du wirklich? Wenn du gewinnst, hoffe ich mal nicht. Wir werden ja sehen. Schön weiterschleifen. Halt den Schnabel. Jindrich ist unverbesserlich, aber sonst haben wir nichts gemeinsam. Morgen wartet die Schlachtbank. Wenigstens kann es ruhig schlafen. Es weiß ja auch nicht, was ihm blüht. Finger weg! Hilda ist unvorsichtig wie immer. Ihre Schatulle hat nicht einmal einen Verschluss. Hallo, Geron.
Hast du schon eine Lerche für mich gefangen? Nein, noch nicht. Ach, Geron, ich habe das Gefühl, du strengst dich gar nicht richtig für mich an. Unsinn. Es ist einfach nicht die Zeit für Lerchen. Kannst mir ja viel erzählen. Was willst du überhaupt mit einer Lerche? Sie soll für mich singen, was sonst? Natürlich. Was ist denn in dem großen Topf? Eicheln. Für die Schweine? Nein, das sind Lose. Für den Jahrmarkt. Zu Ehren der Königin von Nostria. Einmal ziehen kostet einen Kreuzer. Und was gibt es zu gewinnen? Ich habe hier noch die Strohpuppe, das Fläschchen Pflaumenschnaps und den Käseleib. Der Sieger darf sich seinen Gewinn selbst aussuchen. Hier ist schon einiges los, nicht wahr? Ja. Ist das nicht großartig? Und das ist erst der Anfang. All die fremden Menschen, die wunderbare Musik. Endlich kommt das Leben mal nach Andergast. Aber hast du schon von der Magistra Dorota gehört? Die Alte? Die aussieht wie ihr Zauberstab? Sei nicht so spöttisch, sie ist tot. Tot? Die Augen ausgerissen. Genau wie bei Ritter Olderich. Sonderbar. Ja. Ach, der Spielmann ist wundervoll, findest du nicht? Gefällt dir die Musik? Ja, ich höre schon die ganze Zeit zu. Ich würde so gern noch näher zum Musiker gehen und ihm beim Spielen zusehen. Aber leider muss ich hierbleiben und auf die Lose aufpassen. Ach, würde er nur das Lied von der Bärenbraut spielen, dann könnte auch ich mich nicht mehr zusammenreißen. Was ist so Besonderes an diesem Bärenlied? Ach, Geron, es ist so schön. Da wird einem alles andere unwichtig. Du musst es schon selbst hören, um zu verstehen, was ich meine. Was meinst du, bekommt der Gewinner des Wettbewerbs? Ich schätze, der Sieger bekommt ein Lob vom König und darf sich mit einer Medaille brüsten. Das war's? Wieso? Machst du etwa mit? Warum nicht? Ach, Geron, du lässt dich nicht unterkriegen, hm? Ich will ein Los ziehen. Ach, Geron, bist du dir da sicher? Bei deinem Glück wird das doch sowieso nichts. Fang du nicht auch noch so an. Hier hast du deinen Kreuzer. Hm. Mist. Sei so gut und leg die Eichel hier in die Schachtel. Und guck nicht so. Pech im Spiel, Glück in der Liebe. Hm? Hat denn überhaupt schon mal jemand gewonnen? Natürlich. Denkst du, ich betrüge? Schau, ich lege jede gezogene Eichel in diese Schachtel. Die Gewinnereicheln habe ich kleine Muster gemalt. Und wie du siehst, ist schon ein Gewinn los in der Schachtel. Es hat also schon mal jemand gewonnen. Ist ja schon gut. Ich will noch mal ziehen. Irgendwann muss es klappen. Wenn du meinst. Eine Niete. Tut mir leid, Geron. Wie viel haben wir denn da? Ich will noch mal ziehen. Irgendwann muss es klappen. Du Unglückskind, siehst doch nur Nieten. Halt den Schnabel. Niete, oder? War ja klar. Hör nicht auf ihn, Geron. Pech im Spiel, Glück in der Liebe. Hm? Mach's gut, Hilda. Bis dann. Und denk an die Lerche. Damit hätten wir auch... Ein Kreuzer habe ich noch. Dann geht doch. Geht doch noch was. Ich habe nur noch einen Kreuzer. Da muss ich vorher sicher gehen, dass ich diesmal auch gewinne. Ich habe nur noch einen. Da muss ich... Okay, es heißt... Mach's gut, Hilda. Bis dann. Und der... Muss ich wohl irgendwie verscheißen. Strohpuppe. Nicht stehlen, Geron. Hast du die Puppe selbst gemacht? Gefällt sie dir? Naja... Finger weg. Wo hast du denn diesen riesen Käse her? Geschenkt bekommen. Und dann verscherbelst du ihn? Shh. War hier noch was? Lusttopf. Na, reinschauen ist verboten. Nicht stehlen, Geron. Einmal ziehen kostet einen Kreuzer. Pflaumenschnaps. Der Pflaumenschnaps vom alten Seffel. Mästet er damit immer noch seine Schweine? Ach. Die haben jeden Tag Schluck auf. Davon verkaufe ich nichts. Das ist nur für Gewinner. Und das schließt mich natürlich aus. Hey, weg da!
Glaub ja nicht, dass ich dir was von dem Bier abgebe. Kleider habe ich zum Glück selbst. Ich komme nicht ran. Ich komme nicht ran. Jetzt halten schon Kleider als Festschmuck her. Sehr gut. Unerreichbar. Kleider habe ich zum Glück selbst. So, der Wams ist weiß geblieben. Seid gegrüßt, Spielmann. Wie ist euer Name? Mein Name ist Fredhelm. Was willst du? Fredhelm? Etwa Broderick Fredhelm? Nein, leider nicht. Einfach Fredhelm. Aber sag du zu mir. Also, was ist nun? Hast du etwas auszusetzen? Wie heißt das Lied, das du gerade gespielt hast? Das Lied von Torstor Om. Ist etwas damit? Nein, nein, nur aus Interesse. Wo hast du gelernt, auf der Fiedel zu spielen? Das habe ich mir selbst beigebracht. Als kleiner Junge habe ich den fahrenden Spielleuten immer genau auf die Finger geschaut. Und das war alles? Nein. Ich habe mir die Saiten und Bünde mit Kohle auf ein Brett gemalt und jeden Tag die Griffe geübt. Die Musik habe ich mir einfach vorgestellt. Irgendwann bin ich zu einer echten Fiedel gekommen, sozusagen. Und seitdem reise ich als Fiedelspieler durch die Lande. Kannst du auch etwas anderes spielen? Gefällt dir meine Musik nicht? Doch, doch. Ich würde nur gerne ein bestimmtes Lied hören. Das Lied von der Bärenbraut. Das habe ich schon lange nicht mehr gespielt. Kann es nicht ein anderes Lied sein? Das schaffst du schon, Fredhelm. Die Leute hier merken sowieso nicht, wenn ein paar Noten nicht stimmen. Also gut. Und schön laut bitte, damit man dich auf dem ganzen Markt hören kann. Ist recht. Ein Wunschlied für den Vogelfänger hier. Was? Pass bloß auf, Musikus. Wenn der Vogelfänger sich was wünscht, geht meistens was zu Bruch. Kannst es nicht wissen, aber das stürzt uns alle noch ins Unglück. Hör gar nicht hin, spiel einfach. Die gezogenen Lose. Ah, diese Eichel hat ein Muster. Hilda ist unvorsichtig wie immer. Ihre Schatulle hat nicht einmal einen Verschluss. Hilda? Hilda? Ah. Hilda bleibt Hilda. Sie steht hier noch in 100 Jahren. Gewonnen. Hilda? Hilda! Was haben wir denn sonst noch hier? Oh, da kann man hinlaufen. Dort hätte ich lernen können, Feuerbälle gegen Nostria zu schleudern. Aber immerhin kann ich Tonkrüge zerdeppern. Du solltest allmählich gelernt haben, dass du hier nichts zu suchen hast, Vogelfänger. Versuchst du wieder, mich durch Starrerei aus der Ruhe zu bringen? Das gelingt dir kein zweites Mal. Ich breche dort nicht noch einmal ein. Keine glückliche Mutprobe. Versuchst du wieder... Fredhelm? Ja? Wie heißt das Lied, das du gerade gespielt hast? Na, das Lied von der Bärenbraut. Ist etwas damit? Nein, nein, nur aus Interesse. Du kannst jetzt wieder etwas anderes spielen. Willst du mich auf den Arm nehmen? Ich dachte nur, etwas Lustiges, Fröhliches wäre zur Abwechslung nicht schlecht. Ein Trinklied vielleicht. Also gut, meinetwegen. Aber dann ist Schluss mit deinen Wünschen. Ja, vielleicht. Thank you.
Aeron, was für ein wunderschönes Lied. Warum spielst du nicht mehr auf der Flöte? Ich ließe dich auch jeden Abend vor meinem Fenster proben. Oh, bitte nicht. Eher schneide ich mir die Ohren ab, als mir das Gejaule anzutun. Ich denke darüber nach. Ich will noch einmal ziehen. Jetzt wird es bestimmt etwas. Nein, du verschleuderst nur dein ganzes Geld. Und lass auch die anderen mal. Ich sehe hier keine anderen. Und jetzt nimm bitte den Kreuzer. Na schön. Du willst es ja nicht anders. Ganz genau. Und jetzt mit dem Gewinn austauschen. Hier, ich habe gewonnen. Pah, Hexerei. Herzlichen Glückwunsch, Geron. Welchen Preis hättest du denn gern? Gib mir den Pflaumenschnaps. Bitte sehr. Falls du doch etwas anderes willst, kannst du es später noch umtauschen. Sehr freundlich. Na, Geron? Mach's gut, Hilda. Bis dann. Und denk an die Lerche. Ja, damit werden wir hier durch. Verdammt viel am Anfang. Hallo, Troga. Was streunst du hier rum, Vogelfänger? Du hast in der Burg nichts zu suchen. Und warum starren heute alle auf meinen Bauch? Ich weiß selbst, dass ich massiv bin. Nichts für ungut. Olgierts Eichenblatt ist also in Trogas Wams versteckt. Aber wenn Troga schwört, er hat es nicht, dann hat er es auch nicht. Olgierts Eichenblatt ist also in Trogas, aber wenn Trogas... Du schon wieder? Olgiert von den Färbern hat meine Eichenblätter gestohlen. Was kümmert es mich, wenn du deine Blätter verlierst? Es ist eine Ungerechtigkeit. Sie waren in der Überzahl. Jeder lernt diese Lektion früher oder später. Ich brauche keine Lektionen. Ich bekomme es schon irgendwie wieder. Wie lautet das Rätsel für das letzte Eichenblatt? Das Rätsel für das vierte Eichenblatt ist gerade richtig für dich. Die Säue am Nordtor sind seltsame Tiere. Die Eicheln fressen sie auf, aber die Blätter, die fressen sie nicht. Säue am Nordtor, Eicheln, keine Blätter. Klingt leicht. Aber wieso ist das Rätsel genau etwas für mich? Spute dich lieber, bevor ein anderer gewinnt. Welcher Preis winkt noch gleich dem Sieger? Der Sieger wird vom König selbst geehrt. Was genau bedeutet das? Scher dich fort, wenn du das nicht zu schätzen weißt, unwürdiges Pack. Ich komme wieder. Morgen wartet die Schlachtbank. Ein beschwertes Leben, wenn man sich... Anhalterung, Kurbel. Spiel damit nicht rum, Vogelfänger. Die Winde zum Hissen des Banners. Fass das nicht an. Das Stadtbanner ist heute gar nicht gehisst. Du schon wieder? Ich komme wieder. Travia-Tempel. Im Augenblick habe ich Dringlicheres zu tun, als zu beten. Der Tempel der gütigen Göttin. Und selbst dort bin ich nicht gern gesehen. Mit dem Alten treibt man keine Scherze. Habe ich schon probiert. Mit ihm möchte ich keinen Ärger mehr. Dann gehe ich mal wieder zurück.
da noch was war? Die führen beide hier hin. Anscheinend, okay. Dann hätten wir, glaube ich, jetzt alle dieser Bildschirme durchgeguckt, oder? Da geht's noch weiter. Ich gehe später spazieren. Jetzt muss ich mich um meine Aufgabe kümmern. Mhm. Naja, ne, wirklich eine Ahnung, was ich jetzt machen sollte, habe ich ja nicht. Willst du was? Mein Eichenblatt hilft euch doch gar. Du hast. Ja, das. Blödsinn. Es wäre. Oh, das. Du bist doch. Hau bloß. Immerhin jagt mein Fluch diesen Dummköpfen bei Zeiten einen Schrecken ein. Immerhin jagt mein Fluch. Ich bin allmählich zu alt für solche Streiche. Ja, gehen wir mal rein und sprechen mit dem Dings-Typen. Viel zu viele unerledigte Dinge. Viel zu. Warum wackelt sie schon? Jendrichs Vater hat das für mich als Jen. Schon wieder, aber da. Alles grau, das heißt, da geht nichts mehr mit. Hör mal. Hilfst du mir nun bei der Eichblattqueste? Verschon mich mit deinen Albernheiten. Ich habe. Deine Krähen sind auch morgen noch da. Die Qu. Ich muss. Tja, ich weiß jetzt nicht, wie das mit den Gegenständen hier ist. Ob man die in jedem Bildschirm theoretisch vielleicht nutzen kann oder. Sieh, was ich gewonnen habe. Nein, das kann es nicht sein. Soll ich etwas spielen? Nicht jetzt. Was soll er damit? Das weiß ich auch nicht. Du hältst natürlich nichts von der Eichblattqueste. Na, wenn du gewinnst, hassen sie dich doch erst recht. Sind deine anderen Sachen wenigstens noch ganz? Ja. Sind deine anderen. Ja. Sind deine anderen. Ja. Toll. Ich glaube nicht. Ja, auch nicht. Ihr stinkt. Hey, die beißen mir die Hand ab. Ein beschwertes Leben, wenn man sich mit diesem Dreck zufrieden gibt. Vielleicht kann ich die irgendwie weglocken. Die Schweine werden genug gemästet. Das ist keine Hilfe. Meine letzte Rauferei mit einem Schwein hat das Schwein klar gewonnen. Okay. Kann ich hier betrunken machen? Okay. Schau dir den Vogelfänger an. Der Arme bekommt einfach nicht genug zu essen. Ja, das ist witzig. Hier ist das Eichenblatt. Sehr gut.
Wobei ich da jetzt nicht gesehen habe, wo da eine Hilfe angezeigt worden wäre. Unbeschwertes Leben. Noch einmal mache ich das nicht. Es ist immer noch weiß angezeigt. Jetzt brauche ich noch das Blatt von den Typen. Was die ja bei dem einen Nauschi versteckt haben wollen. Wenn ich das richtig verstanden habe. Ein einziger. So, was gibt's denn hier? Hier kann ich das Spiel speichern, oder? Speicherstände. Speichern. Okay. Ich spiele nicht mehr vor Menschen. Das hat nur fatale Folgen. Ich könnte ihm eine Seite springen lassen. Beliebter macht mich das aber auch nicht. Hilda weiß von meiner dunklen Gabe, aber sie versucht ihr Unbehagen nicht zu zeigen. Sein Kopf ist zwar hohl, aber dickschädelig. Na, Geron? Mach's gut, Hilda. Bis dann. Und denk an die Lerche. Damit kann ich jetzt nichts mehr machen. Wams der Burgwache. Ich nehme fast an, dass das Ding da drin ist. Unerreichbar. Das ist ein Stadtbüttelhemd. Vielleicht kann ich das mit einem Stock erreichen. Was machst du da? Der schöne Festschmuck. Ich darf das. Ja. Tatsächlich. Eines von Eugirs Messing-Eichenblättern. Mal sehen, was dem Schwätzer dazu einfällt. Ach so, das war ein Eichenblatt, was er finden muss. Und das kann ich jetzt eventuell eintauschen. Willst du was? Sieh mal, Eugird, ein Eichenblatt aus blankem Messing. Ist mir einfach vor die Füße gefallen. Das muss das vom Burgwächter sein. Wo hast du... Lass uns doch tauschen. Eichenblatt gegen Eichenblatt. Damit du gewinnst? Auf keinen Fall. So gewinnt keiner von uns beiden. Es sind noch andere im Wettstreit, wie du weißt. Also schön. Wie viele Eichenblätter hast du schon? Genauso viele wie du. Verstehe. Also gut, Vogelfänger. Heute ist dein Glückstag. Wir tauschen. Aber sei gewarnt, Geron. Wenn du gewinnst, schlägt Ulfried dich grün und blau. Dann sollte er sich schon mal ausruhen. Ich habe alle vier. Jetzt schnell zum Haushofmeister. Da jetzt hin. Das war hier links, oder? Du schon wieder? Ich habe alle vier Eichenblätter. Was? Du? Zeig her. Tatsächlich. Jetzt sieht die ganze Färberbande, wer der Dumme war. Nicht so schnell. Eine Aufgabe steht dir noch bevor. Aber ich habe alle vier Blätter beisammen. Nimm diese Stadtbanner und hisse es vor den Toren der Burg. Oh je.
Das riecht nach Schikane. Es ist ein Tribut an deine Stadt und an deinen König. Es zeigt deinen Stolz, Untertan des Andergaster Königshauses zu sein. Kinderspiel. Mhm. Soll ich jetzt eine Fahne bekommen? Andergaster Banner, okay. Der Vogelfänger hat gewonnen. Das ist kein gutes Omen. Du hast den Sieg in der Eichenblatt-Queste errungen. Wer hätte das gedacht? Um deine Ehrung zu empfangen, darfst du heute vor den König treten. Aber einer wie du wird nicht einfach so zum König vorgelassen. Höre mir also genau zu. Alles, was ihr sagt, Meister Haushofverwalter. Königlicher Haushofmeister. Entschuldigt. Die erste Regel. Sprich nur, wenn du angesprochen wirst. Keinesfalls dem König ins Wort fallen. Oder mir. Und du gehst nicht weiter als 7 Schritte vor den Thron. Jawohl. Du weißt, wie viel 7 ist, ja? 7 kommt nach der 6. Der König wird mit königliche Hoheit oder Majestät angesprochen. Königliche Hoheit, so wird es gemacht. Bereite mir keine Schande. Ein falsches Benehmen und du bist die längste Zeit in Andergast gewesen. Dann bringen wir es jetzt hinter uns. Neuendorf, Rapport. Die junge Königin von Nostria wird die kommenden Tage nicht vergessen, Majestät. Wurde die Garde aus der Rüstungskammer eingekleidet? Und ist endlich der Bote mit den Willkommensgrüßen entsendet? Nicht nur das, mein König. Feine Pasteten sind aus dem Albernischen eingetroffen. Sie munden vorzüglich. Und für das abendliche Gastspiel konnten wir endlich die Rolle des Schurken Murgol besetzen. Es ist der alte Buckeldorn, mein König. Eine interessante Wahl. Soll er aber die Königin nicht allzu schrecken? Wie ihr wünscht, mein König. Wer ist der junge Mann dort? Auch ein Schausteller? Majestät, die Eichblattqueste der kleinen Tournei für das einfache Volk hat heute einen Sieger gefunden. Der junge Geron aus dem Ledererviertel. Euer Majestät? Der Junge ist Zögling des Waldläufers Gwynling. Ist das wahr? So ist es, Majestät. Der alte Gwynling. Ohne ihn müssten wir wohl noch heute den Seher fürchten. Majestät, vergesst nicht, dass... Er hat seine Schuld beglichen, wie dem auch sei. Hiermit ernenne ich dich zum Sieger der Eichblattqueste, Geron. So sei es gesprochen und gesiegelt im 1889. Jahr der Unabhängigkeit. Mögest du Andergast stolz machen, Junge. Du kannst dich jetzt bedanken und erheben. Hab Dank für diese Ehre, Euer Majestät. Deine Audienz ist beendet. Wartet. Sag, hast du das Jägerhandwerk von Gwynling gelernt, Geron? Einiges hat er mir wohl beigebracht, aber ich stehe noch ganz am Anfang. Jeder Weg beginnt mit dem ersten Schritt. Sagt von Neuendorf, konnte inzwischen etwas gegen die Krähen im königlichen Gästegemach unternommen werden? Majestät, wir unternehmen alle Anstrengungen. Aber? Sie geben sich sehr hartnäckig, mein König. Wahrlich, biestige Krähen. Das höre ich seit Tagen. Das Gesinde gibt sein Bestes. Nicht gut genug. Die nostrische Königin wäre beleidigt. Geron, wirst du mit ein paar Krähen fertig? Das sind Vögel wie alle anderen. Man lockt sie, casht sie, hat sie. Das ist ein Wort. Hiermit erteile ich dir den Auftrag, das königliche Gastgemach von allen Krähen zu befreien. Aber Majestät... Der ganze Hof ist in Aufruhr, Neuendorf. Ihr könnt sicherlich eine helfende Hand gebrauchen. Natürlich, mein König. Ich frage nur... Ihr wisst schon, was man über ihn sagt. Bleibt mir weg mit Volkes Aberglauben. Es ist beschlossen. Bringt den Jungen sofort in das verwüstete Gemach. Sehr wohl, mein König. Mach deine Sache gut, Geron, und wir sehen uns wieder. Andergasts Schicksal liegt in deinen Händen. Ich werde euch nicht enttäuschen, mein König.
Da hast du mir ja was Schönes eingebrockt, Junge. Wehe, du bringst uns Unglück. Ich werde mein Bestes geben. Die Krähen haben sich seit gestern hier eingenistet. Siehst ja, was sie hier angerichtet haben. In wenigen Tagen trifft die Königin von Nostria ein. Das hier ist das einzig angemessene Gemach für einen solchen Gast. War bestimmt ein hübsches Zimmer. Spare dir die frechen Worte. Fang lieber die Krähen. Fangen, nicht töten. König Efferdans Gemahlin will keine schlechten Omen, hörst du? Verstanden. Ich denke mir etwas aus. Und keine Diebesfinger. Okay. Krähe. Was haben wir denn hier? Oh, ich sehe gerade, es wird auch langsam Zeit für einen Schnitt. Also, bis gleich.